Lässt der FC Bayern Joshua Kimmich ziehen, ein Verkauf des Mittelfeldspielers soll bei den Verantwortlichen kein absolutes Tabuthema mehr sein. Joshua Kimmich sollte einst der Anführer beim FC Bayern werden und wurde sogar als künftiger Kapitän gehandelt. Jetzt soll aber nach Bildinformationen ein Kimmich-Verkauf kein absolutes Tabuthema mehr sein. Weil sein Vertrag im Sommer 2025 ausläuft, könnten die Bayern nach der aktuellen Saison noch Ablöse kassieren, wenn Kimmich nicht verlängert. In England gibt es aktuell sogar Gerüchte um einen möglichen Kimmich-Abgang von den Bayern im anstehenden Wintertransferfenster. Wie Talksport berichtet, sei ein überraschender Wintertransfer von Kimmich in die Premier League möglich. Demnach könnte Manchester City mit Trainer Pep Guardiola versuchen, Kimmich im Januar zu den Sky Blues zu locken. Nach Bildinformationen ist das Gerücht um einen Winterwechsel von Kimmich zu City jedoch nicht heiß. Es gibt demnach keinen Kontakt zwischen Manchester City und der Kimmich-Seite. Im Winter soll der Kader bei Bayern ja eher in der Breite aufgestellt werden und nicht verringert werden.